Los geht's. Okay, das hier sind ja, wir sind hier, befinden uns hier also, laut hier reinsprechen. Wir befinden uns hier ein bisschen unterhalb der Straßenende, würde ich sagen, oder zumindest auf der Höhe von der Domplatte. Und gehen jetzt gleich unter den Dom sozusagen. Hier macht man auch den Turmaufstieg und hier haben sie bei vor Jahren schon bei Bauarbeiten hier die Überreste von einem römischen Keller aus dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus gefunden. Also ziemlich alt, antike noch. Und da kann man auch gut erkennen, auch schon den Wohlstand der Bürger damals. Man hat dann allerdings, man kann auch erkennen, dass man schon, also vor langer Zeit auch bei der Erweiterungsbauten vom Dom hier schon Teile von diesem antiken römischen Keller auch beseitigt hat oder abgerissen hat, um halt diese Erweiterung machen zu können. Aber Überreste, wie man hier sieht, sind immer noch erhalten. Und zeugen vom Wohlstand der Bürger damals schon, vor also 1800 Jahren ungefähr. Genau. Naja, gestern im kurzen Knapp, der wird jetzt als Museumsführer hier eingestellt. Vom Kölner Dom hier. Hier steht etwas zu diesem Kellerraum. Nee, das ist goldene Schrift auf goldene Schrift. Das ist ja nennst du. Schrift auf Gold. Ja. Die schwarze? Oh. Nee. Die schreiben mir noch, Gold. Dass vielfach halt die Kellerräume als Kühlschrank auch dienen, ne? Bitte mal. Die schreiben mir noch, dass vielfach die Kellerräume halt als Kühlschrank dienten, ne? Ah ja. Weil die halt dann im Keller kühler blieb im Sommer und so. Und hier, wenn du ein bisschen weiter gehst, ein paar Schritte nach vorne noch was. Hier diese Ränder von dem Tunnel sozusagen, die sind von diesen Bohrarbeiten, ne? Die haben sie so gelassen quasi. Die Bohrer haben quasi diese gestaltet, diese Seitenwände. Die, wer hat das so gestaltet? Als sie hier durchgebohrt haben, ne? Als sie diese Erweiterungsbauten gemacht haben und so. Und was haben sie gelassen? Das sind diese Mulden, ne? Das sind quasi von diesen Bohrungen noch, diese einzelnen Zylinder. Ne, das sind alles diese Zylinder hier, ne? Die man hier so sieht, ne? Also hier muss man sich vorstellen, hier ist der Bohrer quasi reingegangen, ne? Da haben die rausgebohrt aus dem Fundament quasi. Ne? Okay, das ist natürlich über Kamera nicht so gut zu sehen. Du kannst hier vielleicht von der Seite machen. Ja, es nimmt die Kamera nicht so gut auf. Wenn du das siehst, oder auch drüben mit den, hier so von der Seite, wenn du zu mir kommst hier. Ja, dann kann man das ein bisschen kann besser sehen, ne? Besser vorstellen, genau, quasi, dann hat es ein bisschen anderen Format. Auf der anderen Seite sieht man es auch mit den Schatten. So ist dieses ganze. Irgendwie aufgenommen. Dieses ganze Rund ist quasi so gemacht, ne? Das ist natürlich echt schwierig hier. Das werden ja bestimmt, das sind ja bestimmt so ungefähr 10 Meter, ne? Die das hier reingeht. Oh mein Gott. Das Fundament. Krass. Ah, das ist echt gewaltig. Das scheint ja auch kein Naturstein zu sein, sondern irgendwie halt schon so eine Art. Gegossenes Fundament oder so, also was sich zusammensetzt aus so verschiedenen Steinen und so. Mach mal kurz die Kamera weg, kommt da eine Person, ja. Das kommt hier anscheinend schon irgendwie. Bitte mal. Bandlosen von mir. Ein Kölner 0-Euro-Schein. Oh, cool. Nett. Wow, fast 160 Meter hoch. Bitte mal. Kann sein, dass es doch wohl höher ist als der Fernsehturm. Sag ich doch, Christian. Ist der Fernsehturm nicht rein? Es gibt nichts größer als den Kölner Dom, das sage ich sogar als Berliner. Aber ist schon ganz schön hoch. Oh, warum nimmt der nicht ordentlich auf? Nordturm, Südturm. Boah, ganz schön weit oben ist auch eine Aussichtsplattform. Das ist ja komisch. Was ist denn das mit dem Fleck da drin? Fleck? Ja, diese weiße Kugel. Weiße Kugel? Da. Oh. Ach, das bin ich, ne? Oder das entsteht irgendwie durch die, dein Gesicht vielleicht, ne? Nein. Das ist irgendwie die Spiegelung. Das ist keine Ahnung, unter 100 Euro. Ah, nee, der 100 Euro Schein ist das. Oh. Oh. Ja, ist das von der. Dieser 0 Euro Schein, ja. Der spiegelt jetzt so rein. Hier steht kein Eingang. Wir gehen trotzdem rein, gell? Nee, wir machen nicht was. Kein Eingang. Überleg mal, du bist in eine Kirche und darfst nicht rein. Hat Jesus nicht gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen? Wer weiß, was da Geheimnisvolles ist, ne? Irgendwelche gruseligen Sachen. Die Heimarchive so. Vom Vatikan. Ja, genau, die Heimarchive vom Vatikan. Richtig. Domkloster, was ist denn das? Domkloster?
Na gut. Domkloster. Domlikör gibt es auch. Ach, guck mal, da hat man schon wieder den. Zweimal ist eine halbe Stunde. Und jetzt kommt, wo kommt jetzt die Uhrzeit? Ja, gute Frage, vielleicht kommt die nur bei voll oder so. Ah, achso. Achso. Also die ist jetzt quasi halb fünf ist jetzt. Halb fünf, okay, müsst ihr eigentlich fünfmal klingeln, ne? Aber gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken jetzt hier weiter. Ich mache mir erstmal auf Stopp, ne?